Ja, also wir sind immer noch hier im Bramble Scramble. Also man war so nett, hat uns noch mal ein Brombeerstrauch-Level hingeworfen. Da machen wir weiter. Ich habe ja in der letzten Folge am Mittelpunkt aufgehört dieses Levels. Und ich sterbe sofort, ne? Also diese, die Level sind wirklich, ich glaube so vom Schwierigkeitsgrad her, unantastbar. Es ist wirklich wahr. Auch das hier, das ist so gemein, ey. Warum kann man mich nicht einfach mal meinen Kumpel retten lassen, ohne dass da noch so ein Vieh rumfliegt? Gleich kommt die fiese Stelle, da muss ich wirklich drauf achten. Genau. Ich meine lieber langsam, ne? Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? So, jetzt. Okay. So, ich schmeiße einfach da runter. Tschüss. Es geht noch weiter. Ich hab's gewusst. Es geht weiter. Nein! Ach, guckt euch das doch mal an, Leute. Nee, ich gehe kein Risiko ein. Ihr könnt vergessen, dass ich mich da unten bewege. Ja, das ist okay. Den kann ich halt einfach hier abschließen. Alles gut. Wenn der eine Buchstabe da, der bringt mir jetzt auch nichts mehr. Aber. Wer hat sich dieses Level ausgedacht? Ich meine, es sieht schick aus und die Musik ist echt. Also, ich glaube, das ist so einer meiner Lieblings-Soundtracks hier in dem ganzen Spiel. So schnell kann ich nicht flattern. Ich kann so schnell nicht flattern! Oh Gott, das war der Haarscharf hier. Also, ich breche mir halt den Finger ab. Das ist wirklich wahr, ja. Das ist schon echt haarig hier. Lass mich mal da oben lang, okay. War es das jetzt oder kommen ja noch ein paar Hornissen? Herr Aiden, wir nicht reproduzieren, bitte. Aber die kommen jetzt einfach mal angeflattert. Okay. Naja, und man möchte mir hier den Weg blockieren. Das heißt, ich muss jetzt hier mitschweben. Am besten so schnell wie möglich. Oh Gott, ey, ich werde noch panisch. Nee, du hörst jetzt mal auf. Lass mal gut sein. Du, nicht hier. Also. Ich meine, im Sumpf war in Ordnung, aber nicht hier. Also. Ich sag mal, das Schlimme an dem Level ist ja, ihr seht das ja, ich darf ja nichts berühren. Ist er jetzt auch mal fertig? Ah, komm. So, haben wir es geschafft? Ja! Oh, zum Glück. Oh, oh, ah, 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 oh, ah. Gut, das haben wir geschafft. Ich freue mich. So, Funky Kong, Funky Flights, bringt mir gerade überhaupt nichts. Rickety Rage oder Race. Ja, Rage habe ich wahrscheinlich auch, wenn ich mit dem Level fertig bin. Ich vermute mal, es geht jetzt. Ich überlege gerade, soll ich einfach mal speichern? Was, KI hier? Aha, KI ist ja auch mit dem Spiel, oder was? Ach komm. Ich kann nicht mal speichern, ich habe 0 Coins, dann super. Muss jetzt nämlich einfach hier durchkämpfen oder was? Bitte nicht, Leute, bitte nicht. Ja, jetzt geht's ja weiter mit den Fahrten, ne? Mit den üblen Fahrten. Da muss ich jetzt noch ein Rennen gewinnen oder was? Ach, ist ja lustig, okay? Ja, aber der stoppt mich immer. Ich muss die richtige Stelle finden, um drüber zu springen. Ah, das sind sogar mehrere. Das ist ja geil. Okay. Nice. Das ist ja eine echt coole Idee. Ich muss wahrscheinlich, bevor ich da. Okay, bevor ich da am Ziel bin, muss ich logischerweise Erster sein, vermute ich mal. Also die Idee gefällt mir, mit den ganzen Hindernissen und den ganzen Abgründen wird das etwas schwer werden, ne?
kriegen das hin. Aber hey, ich meine, wir sammeln so viele Bananen ein. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück und wir können immer wieder unser Leben auffüllen. Ah, scheiße, das hätte perfekt gepasst. Mensch, jetzt stirb doch mal! Hör auf mir! Mann, ich hasse das! Das kann doch nicht sein! Jedes Mal, wenn ich gerade jemanden da auf den Kopf springe, kommt dann der Abgrund. Ich meine, ja, man sieht das ja an diesen, ist schon klar, ne, an den Ausrufezeichen, aber klar möchte ich meine Chance wahrnehmen. Okay. Okay, das ist in Ordnung. Das war okay. Das war sehr okay. Ja, ich versuche immer, genau, das Ausrufezeichen. Beachtet die Ausrufezeichen. Okay, ja, jetzt läuft's, jetzt läuft's. Oh, ich muss mal ein bisschen. Oh, ich bin ein bisschen schnell, ich habe Angst. Oh! Jetzt! Oh, ich bin noch im Spur. Ach, Mann. Oh, das ist echt nicht einfach. Das ist nicht einfach. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss bald wieder alles von vorne machen. Nochmal das Bramble-Level. Man hat sich für einen sehr unnachgiebigen Schwierigkeitsgrad entschieden, ne? Oder zu einem sehr. Oder für, was rede ich ja? Mensch, meine Güte. Oh ja, nice. Okay. 7. Platz. Oh Gott, das ist viel zu schnell. Ich glaube, ich bin jetzt gerade echt zu schnell unterwegs. Aber ich habe jetzt den Speed drauf. Ich nutze ihn. Oh was? Das war über dem Abgrund. Das war über dem Abgrund. Das hätte auch böse ausgehen können. Oh mein Gott, ey, das ist mir zu schwer, ey. Ohne Scheiß. Ich krieg das nicht hin. Also, einmal muss ich die killen und dann muss ich dann noch die richtigen Sprünge abpassen. Das ist Sadistico. Ne? Wirklich Sadistico. Die ersten gehen ja relativ schnell weg. Das ist ja okay. So. Ja, wunderbar. Mensch, geh weg da. Okay. Ja, ja, ja. Hier muss ich immer ein bisschen anhalten, wenn ich nach oben fahre. Also sorry, dass ich gerade so ein bisschen still bin, aber es ist halt gerade. Wirklich haarscharf alles hier. Ich schaffe den ersten Platz nicht. Ist er jetzt tot? Habe ich den jetzt überholt? Nee. Ist immer noch der gleiche, oder? Dritter Platz, das schaffe ich aber nicht. Jetzt ist es bestimmt gleich vorbei, oder? Oder es geht so lange, bis ich den ersten Platz erreicht habe. Das kann auch sein. Ja, Pech gehabt, ne? Ah komm, ich habe es geschafft, das Level. Man muss dann immer erster Platz sein. Okay, ne, siehst du, kannst ja mit dem dritten Platz. Schöne Bronzemedaille, alles gut. Ah, mein Kumpel hier. Aber ich habe keine Münzen. Ah, willkommen zurück. Ja, ja, du hast habt euch uns Kongs angeschlossen, ne? Und ihr könnt euer Spiel aussuchen, ja? Keine Hilfe vom Publikum, bitte. Ich habe leider keine. Ich habe nichts. Ich würde ja gerne. Glaubt mir, ich würde sehr, sehr gerne. Was ist das jetzt hier?
Mudhole Marsh. Okay, klingt wahrscheinlich wieder sehr sumpfartig. Ja, ich wusste es. Okay, das hole ich mir. Das ist ja mal eine Reichweite. Das heißt, danach kann ich dann nochmal zu den... Jetzt heul nicht rum, komm mit. Da kann ich danach nochmal zu meinem Game Master da gehen. Was bist du denn? Okay, jetzt... Das ist irgendwie ja gerade Sonic the Hedgehog nach einer durchzechten Nacht. Der wirkt mir ein bisschen... Bisschen dezent drogenabhängig. Gut, wie oft? Ah, ich wollte schon sagen. Wird jetzt auch nicht sterben, ne? Also... Nee, oh, das war knapp. Ach komm, Mensch. Wo kommt der plötzlich wieder her? Der war doch schon weg. Der ist doch schon geflogen. Okay, den nehme ich einfach vehement aus dem Weg. Ach, scheiße, ich wollte nicht den Propeller aktivieren. Aber seht ihr, wie versifft das hier alles ist. Da liegen noch diese ganzen, ja, diese ganzen Fässer rum, ne? Chemiefässer. Okay. Wie viel Leben habe ich noch? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee, 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 geh weg! Ja, so geht's mir gerade auch, glaub mir. Also, das ist... The feeling is mutual, ne? So, jetzt aber. Komm. So, Wrinkly's Winner. Wie ist der Name von dieser, von diesem Gebiet auf der Insel? Ja, Crazy Kremland. Looney Goonland, Creepy Crockland, Crazy Kremland natürlich. Ja, sehr gut gemacht. Jetzt noch eine andere Frage. Welche Farbe hat der, hat dein Papageienkumpel? Auf jeden Fall ist grün drin. Und das heißt bei den anderen hier Black und Purple, also da muss es das erste sein. Ja? Ja, lass uns weiterspielen. Wie ist der Name von den zwei Companies, die dieses Spiel und Donkey Kong Country produziert haben? Das müsste Rare und Nintendo sein. Ja, ja, 3 von 3, du bist ziemlich gut. Aber ich habe kein Geld mehr. Also muss ich wieder gehen, naja. Das war jetzt etwas kürzer, als ich mir gewünscht habe, aber ja. Zumindest habe ich ein Leben bekommen. Das lasse ich ja nicht stehen. Aber mir ist jetzt über 2 Coins. Das heißt, beim nächsten Mal kann ich auch den schwereren. Komm schon. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück. Solange hier der Kuchen noch heiß ist. Naja, sei nicht nervös. Crazy Quiz. Wie ist der Name von der ersten Wespe? Wespenhive-Level. Also Wespennest. Also doch Wespennest-Level. In diesem Area. Das war das Hornissenloch. Ja, alles klar. Zur nächsten Runde. Wie ist der Name von dem von der alten Lady Kong, die Kong, das Kong College leitet? Ja, scheiße, wie heißt die? Der ist doch nicht Wrinkly. Wrinkly? Na, Wrinkly Kong, oder? Sehr gut. Ja, Wrinkly wegen Falten, ne? Okay, lass uns noch eine Frage. Welcher dieser Items kannst du nicht, kann nicht in Klobas Kiosk gefunden werden? Keine Ahnung, soweit bin ich noch nicht. Das da. Ja, gut, woher soll ich das wissen? Ich meine, ich habe den ja noch nicht freigeschaltet. Also, ich habe zumindest noch nicht die 15 Dings bezahlt, ja. Es läuft ja schon mal scheiße. Sehr, sehr scheiße. Okay, da können wir mal gucken. Vielleicht ist es Oil Drum, ich weiß es nicht. Und bist du fertig? Komm, steh auf. Also ich muss sagen, ich habe irgendwie Dixies Propeller ein bisschen nützlicher in Erinnerung. Also ja, der ist ganz nett für so einen kleinen Sprung, aber ja, zum Beispiel, ich kann ihn ja nicht nutzen, wenn ich auf einen Gegner springe, um dann den Sprung zu verlängern. Also ergo ist der relativ verhältnismäßig nutzlos. Ich mag jetzt Dixie Kong als Figur sehr gerne, ja, aber trotzdem. So.
Ja, komm, du auch noch. So. Oh Gott, ey, das ist aber. Es müssen wieder perfekte Sprünge sein, ihr seht das, ne? So, zack. Er ist gut jetzt, Leute. Ach Mensch. Natürlich hat er mich getroffen. Manchmal ist das schwer mit der Hitbox abzuschätzen. Du gehst mir bloß weg hier, ganz ehrlich. So, Save Point, wunderschön. Trotzdem fühle ich mich noch sehr unsicher. Kann ich nach oben werfen? Nicht ganz. Also etwas nach oben, aber jetzt nicht direkt vertikal nach oben. Da die Buchstaben ignoriere ich jetzt, da habe ich... Gimme! Warum hast du dich hier nicht am Rohrkolben festgehalten? Greif nach dem Kolben! Ja. Das ist das Einzige, was ich von dir wollte, ja, Mann. Aber es ist, weil ich gerade... Ich hatte so ein bisschen gerade noch den Dixie-Modus drauf. Deswegen dachte ich jetzt, naja, der... wird dann da hinschweben. Macht er natürlich nicht, er ist ja... Diddy Kong, ja, das ist... Ach, Mensch. Das war jetzt, glaube ich, meine eigene Schuld. Ja, gut. Bei dem muss man so ein bisschen abpassen, okay? Genau, so. Die schweben oder die fliegen ja immer noch so ein bisschen nach unten. Kann man abpassen. Oh, die kommt auch noch zurück. Geh weg! Danke, aber... Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist hier irgendwo eine Kanone? Ja, da. Super, dann schieß mich mal wohin auch immer. Bonuslevel. Vernichte sie alle. Ja, können wir gern machen. Werden wir das denn schaffen? Okay. Ja, hey, hey, hey. Jetzt habe ich aber genug für den Kiosk, ne? Ich hatte vorher schon genug, aber... Das können wir dann auch gleich nochmal machen, dass wir dann mal schauen, was er denn anzubieten hat. Nee, ganz ehrlich, wie soll man da rankommen? Willst du mich verarschen? Dann müsste ich dir die ins Wasser werfen, höchstens. Das könnte ich mir vorstellen. Och, bin ich froh, dass ich Dixie habe. Guckt euch mal diese Sprünge an, die ich hier vollziehen muss. Das ist so abartig, ey, wirklich. Geh mir einfach weg. Ja, jetzt wird er mich natürlich in... Warum schmeißt er mich jetzt dahin? Es ist völlig random. Jetzt hat er mich nach oben geschmissen, jetzt schmeißt er mich hier einfach in den Abgrund. Bin ich jetzt nicht so ein Fan davon. Ich hasse die Viecher, ey. Lasst mich bloß in Ruhe, wirklich. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Was die sich hier überhaupt die ganze Zeit so... Warum die ja so durchdrehen? Haha, versteht ihr? Im wahrsten Sinne des Wortes. So, komm, flieg. So. Ey, ich lass mich nicht nochmal... Ich lass mich nicht nochmal von dir einfangen. Das kannst du vergessen. Das kann ich eh vergessen hier. Ja, egal, Kanone hatte ich schon. Ich krieg den Kremlin Coin eh nicht nochmal. Das hat sich erledigt. Wieso kommt er zurück? Lass mich doch in Frieden. So, jetzt hier. Oh, ist das schlimm, ist das schlimm. So, zack, zack, zack. Es ist bloß vorsichtig sein, gleich kommt wieder diese Plattform oder dieser Abschnitt, wo mein Kumpel da wieder rumschwebt. Oder rum, ne, nicht rumschwebt, also ich rum. Oh, ich hasse die so sehr, ja, wirklich. Oh Gott, was ist das? So. Oh Gott, ja. Naja,
egal. Ist mir alles wurscht, ich hab's geschafft hier. Ah, da ist ja Kubas Kiosk, ja. Zeig mir deine Diplomen, ihr kleinen, lausigen Affen. 15. Kommt mal durch, meine Freunde. Ich hab die Brücke poliert. What the fuck? Was ist das? Wo bin ich denn hier gelandet? Das gucken wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Es sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Also, bis zur nächsten Folge, ne?